Bin live. Bin ich das? Ja, doch, bin ich. Ja. Oh Gott. Ja, das war ungeplant. Dass man es doppelt gehört. Ja. Gut. Ach ja. So. Ich hätte gerne hier wieder den Chat erstmal. Und dann hätte ich gerne noch den Spaß. Okay, nee, das hätte ich gerne nicht. Und den hier. Die sollte ich nämlich mal ändern, die Stream-Infos. Nur so, ganz nebenbei. So, jetzt müsste es passen. Hoffe ich. Glaube ich. Ach, warte, ich hätte noch gerne. Mir fehlt da noch was. Genau das da. Und. Wo ist es? Oh, falscher Reiter. Ach, da. Das hier. So. Yeah. Kaffee. So. Bin ich jetzt eigentlich lauter oder nicht? Keine Antwort ist auch. Du meinst schon, das ist aber schön. Also zumindest hatte ich das Gefühl, ich bin lauter bei den Aufnahmetests. Ja. Kaffee. Schön warm. Mir ist kalt. Leider musste ich mich so laut stellen, dass man auch alles andere hört. Gut. Das meiste konnte ich rausfiltern. Huch. Stört mich. So, jetzt finde ich es schöner. Ich habe ein schönes neues Handy-Hintergrundbild. Vom Herrn Eos Andy. Habe ich bekommen. Okay, es hat jeder bekommen, aber ich habe es bekommen. Habe ich dir noch nicht gezeigt? Das sein LA-Bild. Das erste, was er rausgehauen hat vom. Bei seinen Subscribern. Das hat er jetzt auf Twitter eine Dropbox rausgehauen mit einmal dem Originalbild in HD und einmal in 2K.
und einmal fürs Handy. Hab ich mir gegönnt. Ja, ich bin noch live, das finde ich schön. Mein Chat sagt mir, Azelon ist da, aber irgendwie glaube ich das nicht. Geht das eigentlich mit dem Hintergrundton? Sehr leise im Vergleich zu dir. Im Vergleich zu mir sehr leise. Und jetzt? Jetzt ist besser. Ah, oh, schön. Ich habe mir hier voll die Mühe gegeben, mich lauter zu machen. Hat mich auch nur 4 Stunden gekostet. Es ist immer noch nicht ganz so, wie ich es haben möchte. Aber ich glaube, man versteht mich jetzt besser. Hoffe ich. Ich habe Hoffnung. Hoffnung in Träumen. Gut. Aber gleich geht's los. Ich wärme mich noch ein wenig am Kaffee. Mir ist kalt. Sehr, sehr kalt. Könnte daran liegen, dass ich eine Frostbeule bin, aber sonst. Könnte auch daran liegen, dass hier die Heizung aus ist, aber das wäre zu einfach. Das wäre eine zu einfache Lösung. Einfach die Heizung anmachen, das geht nicht. Wie viel Uhr haben wir? Ich habe noch 5 Minuten. Ich habe gesagt, um 19 Uhr geht's los. Ach ja. Irgendwas stimmt mit meinem Chat nicht. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung. Geht gleich los. Hallo Ran. Oh, heute in Pink. Letztes Mal warst du grün. Bei dir bist du rot, das ist schön. Also so mein Sound und Spielsound ist immer noch okay, oder? Weil bei mir sieht das so gleich aus vom Ausschlag her. Da habe ich immer das Gefühl, das ist dann zu laut. Naja. Also aktuell ist es in etwa gleich. Aktuell ist es in etwa gleich. Je nachdem, was ist das halt von 10% leiser. Hier leiser nicht. Okay. Okay. Und es ist immer noch irritierend, mich selber zu hören, weil ich verzögere. Stimmt, du hörst dich selbst.
Ich habe mich schon daran gewöhnt, aber ich höre mich gerade nicht. Das ist okay. Entschuldigung. Das ist, sobald ich den Mikrofonständer habe, kann ich mich wieder leiser pegeln. Dann hörst du dich auch, glaube ich, nicht mehr selber. Das heißt automatisch, wenn man dich hört und ich nichts sage, kannst du einfach für mich reden. Achso, damit du da nicht so blöd. Ja, dann kann ich meine Stimme schonen, nicht schön. Ich kann meine Stimme verstellen und einfach so tun, als wäre ich du. Kannst du ja mal versuchen, vielleicht fallen sie drauf rein. Hallo Freunde, ich bin's, eure Meile. Okay, lassen wir das. Das ist auch geil, ich krieg die ganze Zeit angezeigt. Ja. Zuschauer da, Zuschauer weg, Zuschauer da, Zuschauer weg. Ich krieg aber keine Aufrufe dazu. Hi Azelan! Ich sollte lauter sein. Ich hab mir Mühe gegeben. Ja, das bist du. Ja, Ziel erreicht. Aber alles andere ist auch lauter. Man kann jetzt Ran besser verstehen, wenn er was sagt. Ja, jetzt hast du auch andere Zuschauer, jetzt habe ich nichts mehr. Ah. Wollte erst schon zum Headset greifen. Nein, ich habe mir voll die Mühe gegeben. Ich saß heute Morgen 4 Stunden da dran. No. Ja. Ich hatte es nämlich erst die ganze Zeit, dass es sich angehört hat, als würde ich in einer Halle sitzen. Also es ist richtig hallend und bar war das widerlich. Bis ich das wieder draußen hatte. Ma. Und dann hatte ich es draußen, dann war ich wieder leise. So, nein. Deswegen hat das Ganze 4 Stunden gedauert. Ungefähr. Könnte noch 3 gewesen. Klingt aber ganz gut. Ja. Mit dem Mikrofonständer wird es besser klingen. Spätestens Ende nächsten Monat. Vermutlich. Also zumindest könnte ich mich dann so leiser stellen, dass man den Rest dann auch nicht mehr hört. Aber hey, ich habe immerhin das Rauschen rausbekommen. Und andere leise Geräusche, wie zum Beispiel meine Boxen, damit ich auch was höre. Die hört man auch nicht mehr. Oh, Punkt 19 Uhr, ich muss anfangen zu spielen. Okay, L plus R, was ist L plus R? Die 2 da oben. Also ich wollte ja gestern FF8 spielen und habe mit Bedauern festgestellt, dass meine PS2 wohl keine PS1-Spiele mehr erkennt. Oh. Ich konnte die PS2 PS1-Spiele erkennen. Was? Ich bin nicht da. Ja, teilweise. Wenn sie nicht zu Alpha. Ich frag mich, wer geklingelt hat. Ich werde es bestimmt gleich erfahren. Auf jeden Fall habe ich keine der 4 CDs zum Laufen bekommen. Oh, das tut mir leid. So, wo waren wir? Ach ja, wir hatten den Dungeon gemacht. Ups. Karte! Ich hab ein Paket bekommen! Um die Uhrzeit? Hab mir schon fast die Steam-Version von 2013 gekauft. Auch morgen kann ich mir beim Kumpel meinen Explosionspack abholen. Jetzt muss ich das Paket aber aufmachen.
Ich habe nichts zum Aufmachen. Ich habe nur meine Hände. Ich habe ein Paket bekommen. Ich will Pakete. Unboxing! Ich glaube, ich weiß, was es ist. Das war ein Test. Wie die komischen Wunschlisten genau funktionieren, weil ich habe ja auch eine Wunschliste für die Familie und das wäre ja doof, wenn mir jeder das Gleiche schenkt und die Sachen nicht weggehen. Ich krieg's nicht auf. Danke, mach mal auf. Du hast Werkzeug, habe ich gehört. Oh, das war zu laut. Entschuldigung. So, jetzt habe ich extra stumm gemacht, damit es nicht zu laut ist. Yay. Ich habe kein Werkzeug, ich bin Werkzeug. Du bist Werkzeug, ja, du bist mein Werkzeug. Ich glaube, das ist das Geburtstagsgeschenk für meine Mutter. Er soll doch nicht gleich die ganze Bude auseinandernehmen. Nicht? Es ist nicht ganz so viel Sekunden. Entschuldigung. Pappe quietscht. Ja, hab ich mir gedacht. Und jetzt guckt deine Mutter zu. Und jetzt guckt meine Mutter zu. Das wär's. Regenbogen-Popcorn. Maiskolben, nicht Popcorn. Zum selber züchten. Immerhin hat sie ein Gewächshaus, da passt das bestimmt rein. So, ich gönn mir mal, ich guck mal, was da noch drin ist. Ein Blumentopf. Es riecht nach frischer Erde. So sehen Blumentöpfe aus. Aus Pappe. Mit Erde. Und das sind die Kerne. So. Hey, mein erstes Unboxing. Yay, ich glaube, das mache ich nochmal mit Final Fantasy VII. Hype. Dass es nicht alles gibt. So. Da ist ein geschocktes Gesicht. So. Ach warte, ich kann hier rumkommen. Das war falsch. Hier. Dann hätte ich den Fisch bitte. Dann geh ich mal kurz dahin und dann gehen wir telefonieren. Weil ich es kann. Ich habe mir von Final Fantasy VII sogar die ganz tolle Version besorgt. Die mit der Figur. Yay. Ich freue mich drauf. So. Da ist nicht das Telefon. Da ist das Telefon. Hast du immer einen Cloud hinter dir stehen? Ja, ein Cloud auf dem Motorrad. Ja, Ulrika. Der Kopf der Schildkröte ist dir im Weg. Welche Schildkröte? Dann hauch ihm einfach etwas Leben ein und er wird sich bewegen.
Kolpitz? Welche Schildkröte? Was? Da? Zumindest waren wir da noch nicht. Testen wir mal. Wie komme ich da hin? Keine Ahnung. Da werde ich wahrscheinlich wieder runtergeschubst, richtig? Ich weiß es nicht. Kannst du mal testen. Das heißt, wir teleportieren uns. Wir testen es einfach. Irgendwo muss es ja dahin gehen. So. Sind schon da. Da. Neben. Neben. Hier fangen. Oh, der hat getroffen. So, Mensch. Nö. Da wird die Treppe wieder weggeschubst. Gut. Hä? Wo kommt die denn da hin? Mensch. Ich glaube, die braucht Hilfe. Aus dem Weg. Prinzessin im Not. Also ich glaube, sie ist keine Prinzessin, aber ist doch egal. Da geht's irgendwie nur weiter runter und nicht hoch. Oder komme ich da hinten wieder hoch, wenn ich runtergehe? Ich hab's vergessen. Ja. So. Mal gucken. Wenn ich hier rausgehe. Komme ich da nicht hoch. Gut. Bestimmt musst du erst ganz nach unten, bevor es wieder hochgeht. Wahrscheinlich. Oder ganz nach drüben. Und dann über die Brücke wieder zu ihr. Oder so. Hier geht's bestimmt hoch. Weg, weg. Guck mal, da geht's auch hoch. So. Fledermäuse. Das ist ein Teil der Macht erhalten. Spürst du die Energie? Ja, ein bisschen. Gut, das war nicht hoch genug. Das noch. Gut. Ja. Hier geht's schon mal nicht auf die Brücke. Oh, versuchen wir es nochmal. Und zwar. Komm ich da drüben hoch, glaube ich. Ja. Toll. Fliegen habe ich noch nicht gelernt. Und die Probe habe ich auch nicht mehr. Er hat den Vogel. Dieser Gockel hat ja ein Temperament. Ich fliege. Ja, kriege ich den? Vogel? Oh, Menno. Gib mir meinen Vogel. Ich klaue dir deinen Vögel jetzt. Was hast du davon? Wenn du meinen Gockel mir wegnimmst. Gut.
Wie komme ich da rüber? Da war auf jeden Fall eine Treppe, aber ich weiß nicht, wo die hinführt. Und ich kann nicht weit genug springen, um einfach über die Brücke da zu rennen. Wie komme ich da hin? Wenn ich das wüsste. Vielleicht ganz das Ende schlau. Warte, da war ich gerade eben schon, ne? Gib mir meinen Vogel wieder! Ja, da gehst du noch zum Schlüssel. Und den haben wir schon. Ach. Ich geh nochmal. Wo wir hochgegangen sind. Dahin. Ja. Da ist, wo die Treppe hinführt. Zu der komischen Tür neben dem gezeichneten. Ach ja. Und wie komme ich da hin? Ich würde mich gerne hierhin teleportieren können. Aber ich glaube, so komme ich da auch nicht hoch. Komisch. Hallo Boris. Ja. Kann ja noch schief gehen. Schätzchen. So, wenn ich da hochgehe, wird sich bestimmt die Eule. Nicht? Wie nicht? Oh mein Gott. Guck mal, ich hab's Ei gefunden. Bringt mir nur irgendwie nichts. Gut. Wird hier sein können. Ich versuche nochmal von uns. Dein Yoshi drin ist? Nee. Hopscher Vogel. Ach nee, ein Fisch. Da ist ein Fisch drin. Der Windfisch. War es der Windfisch? Doch, ich glaube schon. Eine Leiter. Bringt mir noch nicht hin. Aua. Lass mich hier weg. Was war das denn? So. Guck mal, hier war ich schon. Toll. Da kommt der Schildkröte im Weg. Welche Schildkröte? Oh, ich kann eine Karte reinzoomen. Wahrscheinlich die Schildkröte. Sieht zumindest aus wie eine Schildkröte, aber wie komme ich da hin? Dieser Busch, das ist eine Leiter und ich glaube, sie hat mich letztes Mal dahin geführt. Aber ich kann so weit nicht springen. Mau.
muss ich dem Vogel ein Lied spielen. Oder genug Anlauf nehmen. Weg da. Oh, sie hat getroffen. Hier fangen. Schade. Los, Link. Kletter hoch. Los, du schaffst das. Los. Du musst dich nur festhalten. Er ist manchmal so dämlich. Unsterblicher Link, ja. Schrecklich. Oh, Herzchen sind wieder voll. So. Gehen wir mal zum Bock. Ne, daran bringt man glaube ich nichts. Nope. Oh, warte mal. Oh, warte mal.